Immer stärker engagieren sich große Autohersteller auch beim elektrischen SUV. Auf Jaguar I-Pace und Audi e-tron folgt jetzt von Mercedes der neue Elektro-Crossover EQC. Seine Werte sind beeindruckend. 300 Kilowatt oder 408 PS Leistung. Trotzdem mehr als 450 Kilometer Reichweite. Ab Frühjahr 2019 ist der erste Vertreter der neuen Mercedes-Elektromarke EQ für gut 70.000 Euro zu haben. Der EQC hebt sich nicht radikal von seinen konventionellen Markenbrüdern ab. Er ähnelt dem Mercedes GLC. Trotzdem, einige markante Merkmale verraten sofort den neuen Elektro-Allrounder von EQ. Zum Beispiel der sogenannte Black Panel Grill, blauer Lidstrich in den LED-Scheinwerfern und blaue Speichen in den Leichtmetallfelgen. Das durchgehende Leuchtenband hinten erinnert an Audi und Porsche. Die Heckklappe ist auffallend schnörkellos und schräg. Der Innenraum des EQC ist Mercedes-typisch hochwertig. Dank der Architektur eines Elektrofahrzeugs ist die Raumnutzung auf allen Sitzen sehr gut. Innen wirkt der Elektro-SUV, als wäre er länger als 4,76 Meter. Der freistehende Bildschirm hinterm Lenkrad ist von der A-Klasse abgeleitet, nur größer, schlanker und noch brillanter. Die Sprachsteuerung verarbeitet auch komplexe Befehle aufs Wort. Zwei Elektromotoren an beiden Achsen ermöglichen Allradantrieb. 765 Newtonmeter Drehmoment sind mehr Schubkraft als beim stärksten Porsche 911 Turbo. Damit geht der EQC auf Wunsch ab wie ein Sportwagen. Nur 5,1 Sekunden vergehen beim Sprint von 0 auf 100 km/h. Nur mit 180 km/h Spitze hinkt der rasante Stromer klassischen Verbrennern hinterher. Die tief im Fahrzeugboden liegende Batterie wiegt zwar eine halbe Tonne, trotzdem senkt sie den Schwerpunkt und erhöht so die Fahrdynamik. Schnellladung bringt die Akkus in 40 Minuten wieder auf 80% oder 360 km Reichweite. Das Smartphone hält den Fahrer stets auf dem Laufenden. Dieser kann beim EQC das Laden, aber auch die Klimatisierung programmieren. Es gibt 6 verschiedene Fahrprogramme und mehrstufige Rekuperation. Damit lässt sich Bremsenergie vorübergehend speichern und danach wieder für Vortrieb nutzen. Mit dem EQC führt Mercedes seine Kundschaft nicht allzu radikal an die Elektromobilität heran. Und dazu dient unter anderem eine besonders sportliche Version, der EQC 400 AMG Line mit aggressiver Frontschürze und riesigen bis zu 21 Zoll großen Rädern. Man darf gespannt sein, was die Zukunft der neuen Elektromarke EQ noch so alles hervorbringt.